Hallo und herzlich willkommen zurück bei Salt. Ich bin wieder ein Weilchen her. Deswegen habe ich keine Ahnung, was wir eigentlich tun wollten hier. Ich nehme mal an, wir wollten hier rübersetzen. Hoffe ich. Ich hoffe es sehr stark. Ah ja, gut alte Menüproblem. Hoppa! Nein. Okay, das laden wir noch einmal. Ich habe, glaube ich, nämlich gerade meine Hose weggeschmissen. Und das wäre echt unnötig. Ich bin etwas neben der Spur gerade. Ich habe nämlich keine Ahnung, was wir einfach tun wollten oder was wir eigentlich jetzt so alles haben. Ich meine, okay, schauen wir noch einmal. Das ist das, was wir anhaben? Ja. Meine Güte. Vom Craften. Oh Gott. Ich weiß nicht mehr, was wir eigentlich tun wollten. Wir wollten ja eine. Haben wir jetzt eigentlich schon eine Schaufel? Können wir eine Schaufel machen? Was brauchen wir nochmal für eine Schaufel? Schau mal, ein Harz und ein Harz. Wir haben kein Harz und daran ist es immer gescheitert, oder? Ich habe einen magnetischen Stein. Ich kann einen Kompass machen. Ich glaube, wir haben schon einen Kompass. Wir haben schon einen Kompass. Ein Schiff! Oh mein Gott. Das ist so schlimm. Wir haben Hunger. Sehe ich gerade. Ist das die Insel, zu der wir wollten? Ich hoffe es. Ich hoffe, wir haben die auch abgeschlossen. Ich stehe neben mir. Bitte sag mir nicht, dass wir hier schon waren. Ich hoffe auch, dass ich mich an alte Inseln erinnern kann, irgendwie. Die Insel da hinten sieht auch groß aus. Und die sieht so aus, als wären wir hier noch nicht gewesen. Wir hätten irgendwas zu machen, sodass wir es markieren oder so. Haben wir jetzt nicht, also müssen wir damit leben. Wo ist mein Schwert? Hier. Nur zur Sicherheit. Schön, ihr pfeift der Vogel. Okay. Ich glaube, hier waren wir tatsächlich noch nicht. Ich hoffe es so sehr. Nein, wir waren noch nicht. Eindeutig noch nicht. Bist du ein Kapitän? Nein. Tja, das hast du davon. Ah, was brauchen wir? Natürlich, Goldcoin. Wir können ja angeblich handeln in diesem Spiel. Das haben wir auch noch nicht entdeckt, leider. Da waren wir hier schon mal. Der Baum kommt mir nämlich gerade so bekannt vor, aber ich glaube, da täusche ich mich gewaltig. Wo ist das Lagerfeuer von dem Herrn Piraten? Haben die da hinten? Okay, sehr schön. Ich wollte nämlich gerade sagen, die haben doch immer Lagerfeuer. Nein, resten möchte ich nicht. Haben wir auch nicht wirklich nötig. Die Insel sieht sieht aber so bekannt aus hier. Es gibt noch zwei. Sind doch zwei. Zum Glück stehen die sich gegenseitig im Weg. Aha.
noch eine. Wie viele seid ihr denn hier? Wow. Aber das war's auch schon wieder. Wie viel mal Stein gibt es hier? Eine Section of Stem of Bamboo. Keine Ahnung, aber bis jetzt noch nicht, was wir damit machen können. Egal. Dann, wir haben genug Vorräte und so. Dann betreiben wir weiterhin das gute alte Inselhopping. Wir fahren zur nächsten Insel. Ich glaube, da wäre Holz gewesen. Und da wäre Stein gewesen. Und da hinten direkt noch ein Pirat herum. Egal. Gehen wir mal zu diesen kargen Inseln hier. Kommt nicht einmal ein Baum. Oh. Ich nehme alles zurück. Langsam kommt mir vor, wir waren hier schon mal, aber ich weiß es nicht. Die Inseln schauen jetzt noch ziemlich ähnlich aus, das muss man ja auch sagen. Es ist schwer, einen Überblick zu haben. Hoppa! Jetzt schon wieder. Nein, wird's nicht, denke ich mir gerade. Ein Elch. Also ein Hirsch, meine ich, ein Elch. Ist vielleicht das falsche Tier, aber okay. Ich hätte mir eingebildet jetzt noch. Nein, die. Das wollte ich. Wir finden kein Hearthstone. Jetzt haben wir das gleiche Problem wie früher. Im Hardwood. Dass wir jetzt tatsächlich fast genug haben. Aber Betonung liegt hier wieder auf fast. Ah, da haben wir mehr Stein. Da haben wir noch mehr Stein. Sehr schön. Jetzt ist nämlich noch der Molde. Nein, Grub, okay. Jetzt nehmen wir euch Steine auseinander. Zuerst den großen hier, dann die zwei kleinen dort unten und dann gehen wir auf die. Die Insel sieht vielversprechend aus. Da hinten aber auch. Wow, wir haben sogar Kohle jetzt gefunden. Okay. Zack, zack, zack. Zack. Nur ein Stein. Ich freue mich schon auf den Patch von Salt, wenn man dann endlich Häuser sich bauen kann, weil ich glaube, das ist noch nicht drinnen. So wie ich das mitbekommen habe. Die Insel sieht wirklich gut aus. Vielversprechend groß. Ich sehe von hier dort hinten. Hier. Ein Hirsch. So wie den hier. Was ist, wenn ich den jetzt ins Wasser... Okay. Kann man nicht ins Wasser treiben. Ist okay. Dann gehen wir gleich mal zu dem. Wir müssen jetzt hier ein bisschen konsequenter und öfter und schneller Inselhopping machen, würde ich sagen. Sonst wird das ja langweilig. Wir wollen ja hier jetzt mal erkunden. Wie gesagt, das ist ja in der Alpha erst. Also wir müssen ja nicht hier auf irgendwas hinarbeiten. Ich arbeite jetzt eher darauf hin, so viel wie möglich noch zu entdecken. So wie es ja angeblich Dschungelruinen gibt oder so irgendwas. Und vor allem einen Händler möchte ich gerne mal sehen. Da habe ich so viel Steine übersehen. Steuern wir mal diese Vorinsel hier an, oder wie man das nennen mag. Die sieht wirklich viel Spaß. Ist das eine Statue? Huh. Blatsch. Ich glaube, das ist... Könnte das sein? Ist hier sonst noch irgendjemand? Da haben wir noch einen Stein. Immer noch kein Hearthstone. Thornwine. Woodlock. Das sind Statuen.
Die schauen wir uns mal von näher an. Jetzt sind wir hier wohl nicht alleine. Also sollten wir das Schwert ziehen. Und ganz wichtig, speichern. Damit wohl nicht. Wie soll ich die... Oh. Oder ist das nur so angeschrieben, sozusagen, damit ich mal weiß, was das überhaupt ist, die es hier zuhauf übrigens gibt. Da hinten sehe ich eine Säule. Was ist hier? Ich fand da eigentlich was. Nein. Ich gehe mal tiefer in die Insel rein. Mal schauen, was uns hier erwartet. Moment, gibt es hier alte Statuen, aber anscheinend nur an der einen Seite der Küste, oder? Ich muss versuchen, das jetzt irgendwie so abzugrenzen, damit ich nicht irgendwo komisch hinlaufe und mich dann hier komplett verirre und auf einmal wieder im Kreis laufe. Dichter Dschungel? Sehr dichter Dschungel hier. Was haben wir hier? Hier haben wir mal... Stein. Was ist hier sonst? Ich glaube, wir gehen hier in die eher fadere Richtung, wie es mir scheint. Die Insel ist riesig. Das gefällt mir. Ah, wieder verklickt. Also besser gesagt, falsche Taste. Er könnte was beherbergen. Auch nur einen ganz normalen Steinblock. Schade. Ich esse mal wieder was. Da haben wir ein... Ich wollte schon sagen, ein Rentier. Dann gehen wir jetzt mal hier rauf. Ich glaube, sie sah vielversprechender aus, als sie es jetzt wirklich ist. Würde ich jetzt mal behaupten. Ich weiß nicht, was man mit den Statuen machen könnte, wenn man wüsste, was man mit denen anstellen kann. Könnte ich einen Apfel vom Baum schießen? Oder eine Frucht, wie sie so genannt wird. Ich finde die Vögel echt toll. Muss man echt sagen. Das haben sie gut gemacht. Oder eher, besser gesagt, der einzelne Entwickler. Was? Boah. Ich kann mich doch nicht so erschrecken. War es das wirklich? So ein paar... Statuen und das war's? Das kann doch nicht alles gewesen sein. Was haben wir hier? Woodlock, wieder mal. Ganz was Neues. Anscheinend war es das aber. Boah, das sieht schön aus.
Da haben wir noch eine. Was ich mir aber vorstellen kann, dass hier irgendwas abgeht, vielleicht unter Nacht. Also unter Nachts, wenn es Nacht wird. So, schauen wir uns noch ein bisschen um, warten, bis die Sonne endgültig weg ist. Dann wissen wir mehr. Ich gehe nochmal zurück, da wo auch die eine Säule war, die aus dem Felsen geragt hat. Vielleicht ist da doch noch irgendwas. Vielleicht haben wir auch eine Truhe oder so etwas übersehen. Viele Rentiere. Ich sage jetzt wirklich schon Rentiere. Gibt es hier? Rentiere in der Karibik. Ja. Natürlich. Kann ich mit denen wirklich nichts machen? Das ist schade. Oder ich weiß es nicht, besser gesagt, ob man was wirklich machen könnte. Da haben wir diese eine Säule. Ist da hinten was? Langsam wird sie so ein nicht so schönes Licht, um hier noch was gescheit sehen zu können. Kann ich damit irgendwas machen? Kann ich sicher rauf. Oder auch nicht. Ich crafte schnell. Brauchen wir Kohle dazu? Ich weiß es nicht mehr. Eine Torch? Nein, nicht. Wie ging nochmal ein Lagerfeuer? Drei Loks, zwei Flintstones. Ah, natürlich die Flintstones. Schauen wir uns mal hier um. Jetzt ist es Nacht. War hier nicht irgendwo eine Statue? Tut sich was? Ich warte ein bisschen. Noch ist die Sonne nicht ganz weg, wie sie aussieht. Langsam verschwindet sie. Gerade sie schaut mir nach, die Statue oder so ähnlich. Wieso sind da links gerade Zahlen gestanden, als würde ich jemanden Schaden machen? War gerade komisch. Tut sich hier nichts in der Nacht. Anscheinend. Schade. Gut, dann würde ich sagen, wir rasten hier und ziehen dann in der nächsten Folge wieder weiter, so wie es aussieht. Denn hier gibt es anscheinend nichts. Was recht schade ist, aber wir werden schon nochmal einen Händler oder irgendwas noch mehr vielleicht von diesen Dingen finden. Und vielleicht kriegen wir auch irgendwann Antworten, was die genau machen. In diesem Sinne, bis dann. Ciao.